Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GIMP-Tutorial von mir. Ich bin der Lukas und heute erkläre ich euch, wie ihr in GIMP eine Pixel-Explosion erstellen könnt. Beziehungsweise mache ich das Ganze mit Kreisen, weil das einfach ästhetischer aussieht, wie ich finde. Und im Hintergrund habe ich schon mal ein Bild geöffnet von einer jungen Dame. Das Ganze dupliziere ich jetzt einmal und dupliziere ich mir noch einmal. Auf der zweiten duplizierten Ebene werden wir jetzt erstmal kurz eine grobe Auswahl machen. Und zwar wählen wir einfach mal die junge Frau aus. Das muss auch nicht so gründlich sein, das kann auch richtig grob sein. Einfach nochmal hier das Longboard auch noch mit. So, Beine. Wie ihr seht, mache ich das wirklich sehr grob, weil das später nicht mehr so die Rolle spielt. Ja, wie ich darauf gekommen bin, so ein Tutorial zu machen, ist ganz einfach. Es hat jemand einen Kommentar geschrieben, der wollte das gern sehen. Und wie ihr wisst, fordere ich das ja immer von euch und jetzt mache ich das auch. Denn ich kann ja nicht einfach nur sagen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt, sondern ich muss auch ein Video dazu machen und hier ist es. Jetzt haben wir die Frau auch schon ausgewählt. Ich habe das Ganze mit Enter bestätigt, die Auswahl. Steuerung C, Steuerung V als neue Ebene angelegt. Und jetzt verschiebt man das Ganze mal hier horizontal. Wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, verschiebt sich das nicht in der Höhe. Ja, lassen wir das Ganze mal so. Dann gehen wir auf Ebene skalieren, machen hier mal bei der Kette die Verbindung raus. Dann können wir das Ganze nicht mehr proportional skalieren, denn wir wollen das so ein bisschen verzerrt haben. Einfach, dass wir mehr Fläche zum Arbeiten haben. Das ist der einzige Grund. Ja, so. Als nächstes setzen wir auf diese Ebene eine Ebenenmaske drauf, Rechtsklick drauf und dann Ebenenmaske hinzufügen. Da ist es, weiß, volle Deckkraft, kann man so alles so lassen. Dann passen wir noch, bevor wir natürlich die Ebenenmaske erstellen, die Größe, also Moment, die Größe von dieser Ebene auf die Hintergrundebene an. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Da gehen wir nochmal Rechtsklick drauf, Ebenenmaske löschen. Das könnt ihr auch ganz einfach hier übers Rechtsklick-Menü machen. Und Rechtsklick Ebene auf Bildgröße anpassen. Und jetzt erstellen wir erst unsere Ebenenmaske. Das Ganze wieder auf Ebenenmaske hinzufügen. Ja, weiß, volle Deckkraft. Jetzt nehmen wir unser Füllwerkzeug, den Eimer, gehen auf unsere Ebenenmaske und füllen die mit Schwarz, sodass sie für uns unsichtbar wird. Jetzt wird es erst richtig interessant, denn jetzt wenden wir den Pixeleffekt an. Das Ganze könnt ihr auch noch mit verschiedenen anderen Pinseln machen, dann kommt das in ganz eigenen Stil. Ich denke mal, da werde ich auch in Zukunft nochmal ein Tutorial drüber machen, wie man eigene Pinsel erstellt und die dann einfügt. Ich mache das Ganze jetzt mal mit einem Standard-runden Pinsel. So gehen wir aufs Pinselwerkzeug logischerweise, gehen in die Werkzeugeinstellungen. Und da sehen wir schon, die Größe könnt ihr variieren. Ich nehme jetzt eine relativ kleine Größe, wie ihr hier sehen könnt. Gehe dann hier unten ins weitere Menü und gehe dann auf Zittern hinzufügen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Hier nochmal Haken rein, Zittern hinzufügen. Könnt dann hier eine Menge einstellen. Werdet ihr gleich sehen, was das bewirkt. Zeichendynamiken lasse ich mal auf Basic eingestellt. Weichzeichnen, ja, das könnte mal alles, könnte wirklich rumprobieren und steigern. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber mal, Moment, das muss ich natürlich mit der weißen Farbe als Vordergrund machen, dann steigert sich das Ganze. Es gibt einen ziemlich coolen Effekt, wie ich hier finde. Und steigern lassen wir jetzt einfach mal weg. Und die Menge, ja, die sind halt sehr aneinander geklatscht, sage ich jetzt einfach mal. Länge des Verblassens, sie könnte auch noch alle möglichen Sachen einstellen. Also das ist wirklich, wenn wir jetzt hier mal übertreiben, dann ja, verschwimmt es so ein bisschen noch mit. Das möchte ich aber mal nicht. Ja, das könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren mit verschiedensten Pinselgrößen. Das klappe ich mal wieder ein, das Menü. Wenn ihr die Menge hier hochschraubt, logischerweise gehen auch die Abstände noch ein bisschen auseinander. Und so könnt ihr praktisch den Pixel-Effekt erzeugen. Ich habe jetzt nur einmal geklickt und dann kommen schon so viele Punkte. Seht ihr schon so ein bisschen, dass sich die Frau hier abzeichnet. Und das Ganze mache ich jetzt noch auf der anderen Ebene und nehme da Weiß als Farbe, denn das soll ja dann so aussehen, als ob die Pixel da weggeflogen sind praktisch. Und wie ihr sehen könnt, ist das Ganze ein bisschen tricky. Ich nehme dann jetzt einfach mal die Auswahl aus dem Alpha-Kanal, was natürlich nicht geht, weil wir das ja skaliert haben. Deswegen nehmen wir das Pfadewerkzeug, machen nochmal fix eine Auswahl
Beziehungsweise können wir auch in... Moment, ich habe eine Idee. Wir können in die Fenster gehen, andockbare Dialoge, und wir gehen da auf das Pfadefenster. Irgendwo ist das Pfadefenster, das könnt ihr hinzufügen, wenn ihr das noch nicht habt. Hier, und hier haben wir unseren Arbeitspfad, und wenn wir den jetzt hier anklicken, können wir uns ganz einfach die Auswahl davon wiederholen. Auswahl aus Pfad. Jetzt haben wir unsere Originalauswahl und gehen wieder auf die Ebene und können jetzt hier noch ein bisschen rumklicken und mal kurz hier so einen Schweif lang machen oder ja, wie ihr wollt. Können wir die Deckkraft davon noch ein bisschen runterschrauben. Je nachdem, wie ihr das Ganze mögt. Ja, und mehr ist das im Prinzip nicht. Das war's auch schon. Also das ist der Effekt mit den Pixeln, dass die so aus dem Motiv herausfliegen. Letzten Endes müsst ihr nur eine Auswahl machen, müsst euch eine Ebenenmaske erstellen, da ein bisschen rumspielen. Ich kann euch die nochmal zeigen. Mit Alt-Links-Klick könnt ihr euch die anzeigen lassen. Wieder Alt-Links-Klick drauf, verschwindet es wieder. Ja, das ist das Endergebnis praktisch. Ihr könnt das wirklich noch verfeinern und da euren eigenen Stil mit reinbringen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt bitte einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Videovorschläge bin ich immer offen für. Noch ein schönes Wochenende. Ciao.